Jonah, hörst du mich? Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch.
großer Fisch. Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Lass ihn, Jonah. Jonah, er ist am Tor. Danke.
Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. In diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Fasziniert. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, bitte! Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chuck'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ich muss da runter. Okay, das müsste gehen. Alles klar.
Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's. Alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X'Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X'Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Thank you.
Scheiße! Jonah, geh weiter rauf! Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Wir sind unterwegs. Mehr. Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage der Regen wird alles überraschen. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Da wo drin sein mag. Sektor bestätigt. Es ist Croft. Danke. Jetzt will sie leben. Sie töten unsere Leute. Scheiße. Verstanden. Ziel gesichtet. Scheiße. Ich hab satt für diese Arschlöcher einzuspringen. Da ist sie! Stopp! Tut ihr nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Es ist an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Oh!
bewegen und nicht loslassen! Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen.
Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist es? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kuvak Yaku absetzen. Dann los. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Das müsste scharf genug sein. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo bist du? Oh nein. Miguel? 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 Ugh.
Heilige Scheiße. Was ist das? Flugzeug! Jonah, bist du da? Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl.
Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvakyaku, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Siehst du das? Das muss Kuvakyaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Oh. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft, das sagst du ständig. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay. Bist du okay? Ich bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist... ein Rezept? Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Oh.
Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch.
Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Ja, das ist mir bewusst. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Fast geschafft. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Oh. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow! Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Erstaunlich. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Ich bin noch in einem Monat wieder da, versprochen. Wie oft hast du schon gesagt, dass du in einem
deinem Bruder zurück bist. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Wach auf! Bitte, Dad! Wach auf! Dad! Verlass mich nicht! Guten Morgen. Also, Jagd mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ach, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken. Nicht überprüft. Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck nicht. Steh nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was? Gottes. Versteck dich. Dave? Sammy? Typ. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Hey, Dave? Sammy? Scheiße, an der Boden! Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Hoffentlich waren das die letzten.
Er. Keine Ahnung. Gerade die Zivilisation nicht mehr erhofft hatte. Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja. Du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir nur einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal.
X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Na, was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Den Tempel gefunden. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche, ihnen zu folgen. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wasser suchen? Wir sollen überall Ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Die Kurbeln drehen die Säulen. Damit kann ich die Symbole ausrichten. Jonah. Hey, Lara. Hier, Abby. Oh, hey, Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen.
Oh Gott, sie sind hier! Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Jonah, ich habe die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Jonah? Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt! Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Wendy! Wendy!
Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Ihr geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Das ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unurat. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen.
Ja? Ich habe gesehen, wie Hacker mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin.
Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Widerlich. Ich habe wohl keine Wahl. Ist das einer der Rebellen? Brennendes Öl könnte die Barriere zerstören. Und jetzt zur Schatulle. Dass Trinity noch fehlt. Oh,
gehe zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Onuratu! Sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ezli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ezli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Vorsichtig sein. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Schokol! Kalampil! Mutter! Ucho! Bring ihn weg von hier! Jonah. Wie geht's, Ezli? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst.
Danke. Hinter der Tür. Bloß alle. Sie gehen nicht rein. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil.
Die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Das könnte helfen. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut.
für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Du solltest wachsam sein, Aau. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Kachebanu chik in topikonov. Chen humpel batelilo chelbe shunahe. Beishan in tukun. Minano nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobi. Tokili uhets tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel umbinton utsil waminan kukulkantik wignalone? Ateli. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Vielleicht geben die Rebellen auf. Es tut mir leid, Aho. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich hab niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Aho. Nenn mich Lara. Was?
Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die bei Honorato in der... Und war es nichts... Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Der Ausgang ist blockiert. Zocking Wallipage. Cabell Puzzolon de Cajon. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. So leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, Herr Ruinfried? Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Honorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt.
Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult? Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Etzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Etzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung.
Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Edsley. Traue deinem Instinkt. Das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zurück. Du gehst vor. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Den Yaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her.
aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. All diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Schulz Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah. Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss. Bereit, dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Okay. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Nein!
Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Honorato! Nein! Gib das hier Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Dich nicht enttäuschen. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuvakyaku und sehen dann, wie es weitergeht. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts.
Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ich hab was. Wo? Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Jonah? Jonah, bitte kommen! Bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rourke!
Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Von vielen Katastrophen, das ist deine Schuld! Ich muss jetzt los, ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis?
Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert, Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Meine Freundin Sarah ist Archäologin. Ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah... Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke. Mach ich. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde. Und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber... Keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt.
Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Du übertreibst. Machst du Witze? Sie hat mich genug Zeit gekostet, Guillermo. Ich weiß, du magst sie. Darum geht es nicht. Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung der Bibliothek. Eine komplette Wandmalerei. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, ja, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Hetzig ist ziemlich jung, um so viel Verantwortung zu tragen. Das ist bestimmt schwer. Ich kann es mir kaum vorstellen. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Uh-huh.
ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ich muss mit dem Wagen den Lichtstrahl zur Tür lenken. Geh, während du Licht hast. Hier will ich nicht begraben sein. Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Ich helf dir rauf. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien. Ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er
Er war total besessen von ihr. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Unuratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara, wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür?
Öffnet ihn auf! Eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich im Moment erwischen. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerat Deacon Team. Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wir holen sie uns! Schatulle! Nein! Jonah! Jonah! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Gott. Bereit? Oh ja, alles klar. Bin okay. Rook. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weiter. Geh. Los, wir schaffen das. Wie weit ist es noch bis Paititi?
Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Hoffentlich kommen sie frei. Hey, Lara. Hast du mal kurz Zeit? Komm rüber, wenn du Zeit hast. Uchu möchte dich was fragen. Uchu und ich haben nur geplaudert und... Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Unfassbar, wie erwachsen Etzli in der kurzen Zeit geworden ist. Er wird ein großer König werden. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Etzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Thank you.
Guardians. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay, aber beeil dich. Commander, hier ist Cardinal Chu. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, Teamleader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Chu, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Das Purpurfeuer qualmt. Suche deinen Spiegel. War das Unuratus Schicksal? Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan.
Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Yaxi. Sie ist was? Lasst euch nicht abhängen. Schaltet sie aus. Sie sind überall. Wir brauchen Verstärkung. Jetzt! Schicke Verstärkung zu euch. Zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Die Macht von Kukulkan.
Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt, aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen, denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Unuratu. Meine Mutter, Kriegerin, Rebellen, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen.
Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön.
Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein.